Servus, grüezi und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Sossis Spielwiese. Ich bin der Sossi und das sind meine Hände und ihr glaubt nicht, wie lange ich auf diesen Satz gewartet habe. Ich habe bestimmt seit einem Jahr oder so keine Live-Videos mehr aufgenommen. Und das hier ist die PS5 Spider-Man 2 Limited Edition. Und da gibt es eine kleine Vorgeschichte dazu. Und was wir jetzt heute machen, ist natürlich ein klassisches Unboxing. Ich habe schon mal vor, ich weiß gar nicht, 2 Jahren oder sowas um den Dreh herum schon mal ein Unboxing gemacht, nämlich zur Xbox Series X. Und die Vorgeschichte zur ganzen Sache ist, ich hatte mir damals einen 4K-Fernseher gekauft, so einen schönen von LG, und wollte ein potentes Zuspielgerät haben, ne? Spielen und so weiter. Da gab es natürlich nur zwei Möglichkeiten, PS5 oder Xbox Series X. Und ich habe mir damals gesagt, die Konsole, die ich zuerst bekomme, die wird's dann, und die andere hat halt Pech gehabt, weil zwei kaufe ich mir erstmal nicht. Und eigentlich wollte ich die PS5 haben. Die PS5, das wisst ihr aber, vor 2 Jahren gab es quasi gar nicht. Da musstest du super, super Glück haben, um die zu bekommen. Die Xbox war ein bisschen besser zu erhalten und deswegen habe ich sie dann im Endeffekt dann auch gehabt. Und letzten Endes habe ich jetzt tatsächlich die ganze Zeit, also diese fast 2 Jahre, mir keine weitere PS5 oder so angeschaut in dem Sinne, weil ich mir immer geschworen habe, nein, ich kaufe mir keine PS5, außer sie kommt mal in so einer Limited Edition oder in so einer, also nicht Limited Edition, sondern in so einer neuen Version raus, zum Beispiel die Slim, die ja jetzt dann auch kommt, oder eine Pro, oder es muss deutlich im Preis gesenkt werden. Jetzt habe ich ja trotzdem die hier, die alte, vor meiner Nase. Warum ist das so? Also zum einen ist die jetzt echt sehr reduziert bei einem Händler meines medialen Vertrauens zu finden gewesen. 19% gab es da Rabatt und ich liebe ja Spider-Man, ich fand diese Version hier, die sieht einfach geil aus. Und da habe ich das immer so ein bisschen durchgerechnet und mal überlegt und nochmal die Familie befragt und natürlich die Kinder befragt. Die haben natürlich alle ja gesagt. Selbst die Freundin hat ja gesagt. Die hat gesagt, mach's doch. Und da habe ich mir gedacht, gut, jetzt kaufst du das mal. Und jetzt habe ich es gekauft, gerade eben frisch abgeholt und da ist sie. Und jetzt mache ich auch gleich ein Unboxing mit euch. Ich habe hier einen Assistenten dabei, der hält hier das zweite Licht. Mal besser, mal schlechter. Aber der wird mir auf jeden Fall assistieren, denn ich möchte noch so ein bisschen Comparison nachher machen. Jedenfalls gucken wir uns jetzt mal die Box an. Also was hier, es gibt ja eine PS5, in der Spider-Man 2 mit dabei ist. Ich glaube als Disc sogar. Das ist nicht diese Version, die ich habe. Die ich habe, ist eine Spider-Man 2 oder Spider-Man gebrandete Version, also eine Limited Edition. Das ist nochmal was anderes. Das kostet auch nochmal ein paar Euro mehr. Und wie man sieht, ist hier zum einen oder soll zum einen die Konsole in dem Stil Design sein und auch der Controller, den ich ja total heiß finde, da bin ich echt sehr gespannt. Also fangen wir mal an. Was sehen wir denn auf der Vorderseite? Ich hoffe, ihr seht es einigermaßen. Die Packung ist riesig und mein Equipment hier ist noch nicht so ganz. Ihr merkt doch, das ist jetzt ein anderer Tisch und so, ne? Das ist alles neu hier, alles toll. Ich bin ja umgezogen, deswegen. Ach, ich bin ein bisschen aufgeregt. Macht euch nichts aus. Also, was soll ich jetzt eigentlich sagen? Ich hoffe, ihr seht so einigermaßen alles. Wenn nicht, ich schieb's ein bisschen rum dann. Wir haben einmal die PS5, die ist natürlich von Sony. Die PS5 kann offensichtlich 8K oder 4K in 120 Hertz und HDR. Das ist, glaube ich, das gleiche, was auch die Xbox kann. Dann haben wir hier unten Marvel Spider-Man 2. Das Spiel ist offensichtlich erst ab 16 freigegeben. Das Spiel selber ist als Gutscheincode enthalten, keine Disc. Und Spider-Man 2 unterstützt nicht 8K oder 120 Hertz. Die 8K hätte ich nicht erwartet, die 120 Hertz finde ich ein bisschen schade. Aber ansonsten für 8K, 4K, 120 und HDR-Inhalte ist ein kompatibles Anzeigegerät und eine entsprechende Software erforderlich. Na, die habe ich doch. Gut, das ist die Vorderseite. Drehen wir mal um. Ich hoffe, das kann man einigermaßen erkennen, aber wahrscheinlich nicht so gut, ne? Da muss ich es ein bisschen kippen. Hier sehen wir nochmal die Konsole mit dem Gutscheincode, aber ohne Gutscheincode drauf. Und was steht denn hier? PlayStation 5 Konsole, Wireless Controller, Standfuß, HDMI-Kabel, Netzkabel, USB-Kabel, Druckerzeugnisse, Astros Playroom, vorinstalliertes Spiel und der Gutschein für Marvel Spider-Man 2. Na, das ist doch mal schön. Dann drehe ich nochmal um und zwar hier. Und das hier, ich weiß nicht, wie gut ihr es seht, ich drücke es mal ganz nah an meine Brust, aber das hier ist ja ein mega, mega, mega Artwork. Das würde ich mir so, wie es hier ist, als Poster kaufen und an meine Wand hängen. Ich liebe ja Venom, ich liebe Spider-Man. Das sieht so geil aus und so plastisch.
Allein, also die Packung, die werde ich niemals wieder wegschmeißen. Vielleicht schneide ich mir das irgendwann aus und hängst mir an die Wand. Na gut, was steht denn noch hier? Also, es ist nur für einen Spieler gedacht. Na gut, 98 GB brauchen wir. Vibrationsfunktion und Triggereffekt ist unterstützt. Insomniac Games ist der Hersteller oder der, nicht der, ja, der Entwickler. Und ja, ich muss jetzt nicht alles hier vorlesen. Das sind so allgemeine Sachen. Bei diesem Produkt ist es möglich, das Gameplay und den Internetzugang für Kinder einzuschränken. Ja, das werde ich doch gleich mal machen. Oder Kinder? Dann haben wir auf dieser Seite nochmal ein cooles Spider-Man-Logo. Und 825 GB. Das ist natürlich jetzt ein bisschen der Nachteil der alten Konsole. Die Slim hat ja, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, eine Terabyte SSD. Die hat sie jetzt nicht, aber mei, so viele Spiele installiere ich meistens auch gar nicht. Okay, die Unterseite, die hat noch so ein bisschen Gelaber, das brauchen wir uns nicht anschauen. Und oben sieht es einfach so aus. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. So, ne? Okay, das war's. Jetzt kommt mein Messer zum Tragen. Beim Xbox Unboxing war ich nicht so der Unbox-King. Da habe ich mich ein bisschen angestellt. Ich hoffe, ich mache das jetzt ein bisschen besser. Ich glaube, man beginnt damit, dass man diese Lasche hier aufschneidet. Ich habe so das Gefühl. Ich bin ein bisschen euphorisch, weil es ja meine erste PlayStation 5 überhaupt ist. Ich habe auch noch nie eine in der Hand gehabt. Also es ist echt der Hammer. Ne? Das ist echt der Hammer. Wenn ich jetzt die habe, dann habe ich tatsächlich alle Konsolen. Da habe ich eine Xbox Series X, Xbox Series S, eine Switch, eine PS5. Was will man noch? Hallo, wo ist das Licht? Assistent, wo ist das Licht? Ach so, du willst mir das abnehmen. Ach, das ist aber nett. Mein Assistent ist echt der Beste. Moment. So. Ich danke dir. Ich danke dir. So, jetzt hat. Bist du soweit? Also wieder Licht her. Wunderbar. Was sagt der Kontrollmonitor? Man sieht auf jeden Fall was, ne? Okay, erstmal hier ist noch eine Lasche. Muss nur den Nippel durch die Lasche ziehen. Also, was ist denn hier? Ach so. Ach. Da muss man noch mal was rausziehen. Okay, fangen wir mal damit an. Gucken wir uns mal erstmal an, was es hier so an Zubehör gibt. Sollte jetzt der Gutscheincode mit dem Code hier gleich auftauchen, muss ich natürlich schneiden. Ne? Da dürft ihr euch nicht wundern, wenn es da so einen harten Schnitt gibt. Den kann ich euch leider nicht zeigen. Ach, gucke mal. So fängt es an. Wenn das mal nicht der Gutschein ist. Vollversion von Marvels. Seht ihr das denn hier? Ja. Vollversion von Marvels Spider-Man 2 herunterladen. Löse den Code ein. Ist das zum Ruppeln? Ich glaube, es ist ein Ruppelcode, oder? Löse den Code ein, wenn das Spiel am 20. Oktober 2023 verfügbar ist. Ja, das ist ein Rubbelcode, deswegen muss ich auch nichts ausschneiden oder rausschneiden. Das ist gut. Der Rubbelcode. Das allein hier ist ja schon 80 Euro wert in dem Sinne, ne? Wenn man so möchte. So, was haben wir noch? Ach ja, die Garantie. Das Garantieheftchen, das Wichtigste im gesamten Paket. Oder? Oder auch nicht. Dann haben wir ein Netzkabel für Strom. Zweipolig wie bei der Xbox Series X. Dann haben wir den Schnellstart-Gitz. Schnellstart-Gitz. Kurzanleitung. Guida. Introduttiva. Guide de Mise en route. Das ist bestimmt Französisch. Okay, ich weiß nicht, die erste Sprache hört sich nach Niederländisch an. NL. Könnte sein. Was haben wir denn hier? Los geht's. Sockel anbringen für vertikale Position. Da müssen wir auch noch überlegen, ob wir es vertikal oder horizontal hinlegen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es horizontal in meinen Schrank passt. Okay, ja, alles klar. Und ich muss mal gucken, wie kriege ich denn eigentlich meine Spielstände auf die. Von der PS4 auf die PS5. Ich habe schon irgendwas auf USB-Stick gezogen, aber ich habe kein PS Plus im Moment zumindest. Deswegen, also das ist die Schnellstartanleitung. Was haben wir hier noch Schönes? Das ist die Weilig-Heiz-Gitz.
Oder Sicherheitsanleitung, um Stromschläge zu vermeiden und ähnliches. Oder was auch immer. Keinen Schaden zu machen. Keinen Schaden zu verursachen. Ja, den Controller gucken wir uns als letztes an. Oh, das ist der heilige Standfuß. Der kostet ja bei der Slim, glaube ich, irgendwie 30 € extra jetzt dann. Der ist hier noch mit dabei. Ein hochwertiger Standfuß. Seht ihr das überhaupt hier? Jo, hochwertiger Standfuß. Gut. Dann, das ist wichtig, das ist ein HDMI-Kabel, aber nicht irgendein HDMI-Kabel, das ist ein HDMI-Kabel 2.1. Da darf man auch nicht, also das muss ich mir merken, das ist aber echt eklig, diese kantigen Dinger hier, das ist nicht schön. Aber jedenfalls, das Kabel darf ich nicht mit irgendeinem anderen Kabel verwechseln, irgendwie vielleicht mit meiner PlayStation 4 oder so, weil einfach, das ist ein Kabel, das halt für 120 Hertz, 4K und so weiter sorgt, ne? So, dann haben wir hier vielleicht noch was. Na, schau mal einer an. Sony hat sich nicht lumpen lassen und hat ein USB-C-Kabel noch dazugelegt. Zum Laden des Controllers nehme ich mal an. Das ist übrigens alles hier. Ist das hier biologisch abbaubar, weil es so braun ist? Man weiß es nicht. Okay, dann kommt jetzt quasi das Highlight dieser Box. Assistent, kann ich dir das mal geben? Ich danke dir. Und ich warte kurz auf dich, bis du wieder da bist mit dem Auspacken. Du willst bestimmt den Controller auch sehen, Assistent. So wie ich dich kenne. So, aber jetzt leuchte mal richtig hin. Alles klar. Dankeschön. Also Leute, schaut hin. Das ist ja das Highlight vielleicht sogar des ganzen Unboxings. Der wunderschöne PS5 Spider-Man 2 Controller. Und was ein Genuss. Guck dir das an. Wenn du es gut findest, mach einen Daumen hoch. Assistent. Ja, ich finde es auch gut. Hätte noch nie einen PS5-Controller in der Hand, glaube ich. Also nicht bewusst zumindest. Aber das ist natürlich ein Schmuckstück. Den gebe ich nie wieder aus der Hand. Ich sag mal so, meine Kinder werden niemals mit dieser PS5 spielen dürfen, weil diesen Controller werde ich niemals aus der Hand geben. Das dürfen die Kinder halt nicht wissen, ne? Die dürfen dieses Video hier niemals sehen. Ah, das ist ein schönes Ding. Das ist ein richtig schönes Teil. Oh, da ist sogar ein bisschen Strom drauf. Fast wäre meine PS5 angesprungen. Und jetzt kommt das Highlight natürlich, die eigentliche Konsole. So. Dankeschön. Uhuhuhuhu. Jetzt ist Vorsicht angesagt. Assistent reagiert nicht. Naja. Oh, das hört sich nicht so gut an. So, das weg. Und das weg. Ach, ich traue mich gar nicht, es auszupacken. So gespannt bin ich wie ein Flitzebogen. Okay, jetzt. Also bei uns ist gerade das Licht auf der rechten Seite ausgefallen wegen Strommangel. Also wegen Akku leer, ne? Also wundert euch bitte nicht. Mein Assistent ist trotzdem bemüht, hier noch Licht ins Dunkel zu bringen. Ah, ist die hübsch. Aber auch groß. Ah, ist schon ein Drum hier. Darf ich dir das noch vielleicht so in die Hand drücken? Das ist mega. Vielen, vielen Dank. Uiuiuiui. Also, man kann ja über das Design der PlayStation sagen, was man möchte. Ne? Das ist nicht jedermanns Sache und ehrlich gesagt, meine Sache ist es auch nicht. Aber dieses Spider-Man-Design, das hat was. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr seht das in voller Pracht. Wenn ihr es nicht seht, dann ist es blöd. Das hat was. Das ist ja echt super schick. Super, super, super schick. Wow. Und hinten haben wir so eine kleine Spinne in Weiß. Schön. Okay, gucken wir uns das Ganze mal an. Also wie gesagt, ich hatte ja noch nie eine PlayStation in der Hand, deswegen muss ich mir das nochmal genauer anschauen. Ihr könnt dabei zusehen, ihr könnt dem Ganzen beiwohnen. Ich habe das Gefühl, dass wir hier links
ein Kensington-Schloss haben. Dann haben wir zwei USB 3.0 oder 3 Ports auf jeden Fall. Ein LAN-Port, HDMI und Strom. Soweit, so unspektakulär. Hier vorne ist ein, was ist denn das? Das ist auf jeden Fall ein USB-Slot. Und was ist denn das? Das ist USB-C. Nee, was steht denn da? Das ist USB-C, glaube ich. Dann haben wir hier einen Einschalter. Der ist aber ganz fein hier. Und das ist der Auswurf wahrscheinlich für das Laufwerk. Okay. Was haben wir da noch? Ach ja, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch Lüftungsschlitze. Ganz primitive Lüftungsschlitze. Dolby Audio, DTS und DTS HD steht da vor allen Dingen. Und alles mögliche, Laser ist auch am Start. PlayStation 5 Modell CFI 1216A für die Leute, die es genau wissen wollen. Alles made in China. Ja, okay. Also, das ist die PlayStation. Und jetzt, ach so, wir machen ein bisschen Comparison Time, vergleichen. Assistent, könntest du mir bitte mal die PlayStation 4 herlangen, weil das wäre mal der Vergleich direkt mit dem Vorgänger. Dankeschön. Du hättest sie vorher mal sauber machen können. Aber keine Sorge, das ist meine Schuld. Bei mir ist immer alles verstaubt. So, das ist die alte PlayStation. Also, ich würde mal sagen, das ist jetzt die PlayStation 4 Pro. Da ist ungefähr so ein Stück Höhenunterschied. Und was die Länge betrifft oder ja Breite oder wie man es nehmen möchte, das ist so ein gutes Stück. Ne? Also das ist natürlich schon ein ziemliches Drum. Wobei, ist natürlich nur so ein Stück hier vorne. Da das Ding ja so asymmetrisch ist, wenn man das mal hier vergleicht, ist das nochmal ein größeres Stück Unterschied. Aber Mai, was soll's. Vom Gewicht her, ach, ich weiß nicht, ich habe ja früher meine Spiele nach Gewicht gekauft, deswegen schwerer ist eigentlich besser. Aber ich sag mal so, die ist schon schwer, aber die hier ist auch nicht so leicht. Also ist nicht so, dass das ein Leichtgewicht im Vergleich wäre. Designtechnisch kann man sich streiten, das hat ja diesen Radiergummi-Look hier, wenn man so möchte. Sicherlich nicht die schönste Konsole aller Zeiten, aber auch jetzt nicht super hässlich. Sie hier ist halt ziemlich unstetig. Also wenn das jetzt das Spider-Man-Design nicht wäre, so ein Weiß, wie sie ja normalerweise ist, weiß ich nicht, ob ich da jetzt besonders glücklich wäre. Was mir halt echt auffällt, ist, sie ist riesig. Da weiß ich nicht, wie man die eigentlich erstmal unterbringen soll. Müssen wir mal gucken. Okay, das war die PlayStation 4, aber ich möchte sie natürlich noch mit einer anderen Konsole vergleichen, denn der große Vergleich ist ja auch der Generationenvergleich. Die Generation PlayStation 5 mit der Generation Xbox Series X. Ich habe ja auch noch eine S, aber die habe ich leider gar nicht hier am Start. So, jetzt habe ich ja immer so ein bisschen über die Xbox gelästert und geschmunzelt, weil die so aussieht halt wie ein Kasten, wie ein sehr primitives, einfaches PC-Gehäuse. Nichts Spektakuläres, außer dieses X hier oben, das hatte ich ja in meinem Unboxing damals auch gesagt. Aber wenn man sie so vergleicht, sie ist halt quadratisch, nee, rechteckig kubenhaft, praktisch und gut. Während sie hier so ein bisschen, also die kann man ins Rack stellen und gut ist, sag ich mal. Ne? Und sie ist halt so ein bisschen groß und man weiß nicht so ganz genau, wie man es hinmacht, hinstellen oder was. Ne? Also, sie ist langweilig, aber sie ist dafür echt ein Mörder drum. Ne? Jetzt mit der Spider-Man-Edition muss ich natürlich sagen, da stellt man das ja gerne raus. Ne? Das präsentiert man ja gerne. Da kann man sie auch mal hinstellen. Ja, das werde ich wahrscheinlich sogar tun, um ein bisschen zu posen. Aber sie versteckt man ja lieber. Sie ist ja dann eher so unauffällig. Aber das Unauffällige macht die Xbox Series X gut. Ja. Und diese hier macht jetzt die Auffälligkeit auch sehr gut. Wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich natürlich lieber die Slim gehabt. Aber jetzt in dem Fall gab es halt die hier und ich bin jetzt auch zufrieden. So, die gehen wir jetzt wieder zurück. Dankeschön. Und damit ist das Unboxing auch beendet. Tatsächlich. Jetzt lege ich nochmal alles hier hin, was da Schönes drin war. Und das war's dann, Leute. Und dann werde ich es jetzt gleich ausprobieren. Einmal das Kabel, einmal das, einmal der Standfuß
Dann der Code. Und das war's, Leute. Damit ist das Unboxing hiermit beendet. Ich hoffe, es war nicht zu chaotisch und es hat Spaß gemacht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.